Auch heute will ich euch mal wieder einen Speedrun zeigen von mir und meinem Charakter. Wir starten davor, dass wir mal das Equip anschauen und ihr seht, ich habe hier die Waffe aus der, hier in dem Fall, aus dem Hauptquartier geholt. Die AUG, die war wirklich nicht schlecht und dementsprechend mit der wird jetzt gespielt. Das ist die Hauptwaffe, Zweitwaffe ist die AK. Da wird noch in Bälde hoffentlich was Besseres kommen, genauso wie hier die M44, die ich dann eher so ab und an mal nutze, aber nicht wirklich häufig. Ansonsten, was haben wir dann hier noch? Eine P4 Sturm, auch nicht so der Burner, ist halt da. Die Rüstung, die will ich hoffentlich bald ersetzen durch eine Set-Rüstung. Dann ansonsten 4x Stürmer, das Normale, die normalen Handschuhe habe ich einfach reingenommen, um irgendwie ein bisschen höher zu kommen, weil es einfach von den Sets ja gar nicht so schlecht waren. Aber auch da ist hoffentlich bald mit dem Wächter-Set ein Nachschub. Und hier Stürmer, Holster. Ja, jetzt würde ich sagen, wir legen los. Und geben Gas. Wir empfangen ein Signal aus der Akademie. Und schauen, wie schnell das durchgeht. Von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Wie gesagt, wichtig ist jetzt hier schnell Gas, Gas. Gar nicht lang aufhalten, gar nicht lang rumtun. Sondern wir wollen gucken, wie schnell das Ganze geht. Die Mission habe ich selber auch eher selten gemacht. Also von dem her kann auch sein, dass ich hier vielleicht nicht ganz so flink bin wie in der einen oder anderen Mission. So. Parkhaus sichern. Das klingt verdächtig. Sehen Sie zu, dass Sie den Agenten finden, aber seien Und jetzt hier schnell den Aufzug. Komm, komm, komm. Nur eine Falle sein. Drück, drück. Speedrun heißt, wir wollen zackig hier durch. Aber trotzdem immer noch krass, wie stark man das Gear hier wirklich auch sich, ja, wie sich es anfühlt und wie man spürt, wenn der Charakter sich verbessert. Wenn ich bedenke, alleine auf schwer früher, also ganz am Anfang, das war undenkbar. Und wenn, dann war es, hat es ewig gedauert, aber... So, alle tot, alles nachladen, schnell hoch. Und weiter, Munition geht auch gut ohne, also im Sinne von, hab noch genug. Und weiter hoch. Komm schon. Immer schnell alles nachladen, dass man hier auch dementsprechend gut unterwegs ist. Tür darf zugehen. Jo. Wir wechseln wieder auf die AUG. Da geht einfach am schnellsten der Damage raus. Auch nach wie vor für die DZ, der SMG, unverzichtbar. Na, komm schon. Was machst du denn da hinten? Okay, alle down. Klappe zu, Affe tot. Nächste. Aha. Da steht wohl noch einer. Ah ne, die kommen auf der anderen Seite raus. Okay, alle weg. Weiter, 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 weiter. Munition brauche ich nicht. Ich muss runter. Heilen, dass wir wieder mal voll sind. Achtung, Agent. Sie haben ein Echo in Ihrer Nähe. Echo. Ah, jo, das ist unten. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was euch so bei Division, was wollt ihr noch sehen, was interessiert euch? Ich finde die Spielplans eigentlich ganz, ganz lustig mal so zu sehen, okay, was, wie schnell funktioniert das? Wo sind Möglichkeiten, wo kann ich mich noch
verbessern. Aber dementsprechend. Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Moment, ich hab da noch was. Komm schon. Komm, komm, komm. Ich bin sofort da. Ja, alles klar. Das kann nicht sein. Division-Agenten als Verräter. Ja, kann sein. Komm. Gegenseitig umbringen? Das. Knapp 5 Minuten nein, schon. Das gibt's nicht. Okay, Konzentration. Ja. Die Shade Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann. Alles klar. Das ist ein Wort. Überwachungsvideos. Jo, jo, jo. Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Ah, oh, das dauert alles. So, jetzt geht's hier draußen gleich rund. Da werde ich wahrscheinlich sogar meine Ulti nehmen. Beeilung. Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Dass ich hier schnellstmöglich. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Aha. Das gefällt mir nicht. Jo, mach auf. Auf mein Zeichen. Ja. So, Link ist an. Rennst du weg von mir? Ich kann noch mehr, ich kann noch mehr. Ich bin ganz Ohr. Da oben kommt doch einer. Den empfange ich doch gleich direkt. Naja. So lala, würde ich mal sagen. Wo ist der letzte? Ah, da kommt er. Ah, vielen Dank, dass du hochkommst. Und damit war es das. Wir haben vielleicht ein bisschen optimieren, hätte man es können, aber man sieht, Speedrun, da gibt es schnellere Runden. Aber unterm Strich war doch das einigermaßen zackig. Und den Bommelbini, den nehme ich mit. So, ja, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, postet mal in die Kommentare, was werdet ihr gerne sehen, was interessiert euch. Ich habe auch vor, von Falcon auf der Herausforderungsstufe noch zu spielen, aber dazu in Zukunft mehr. Also bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.